Prinzipiell war es so, dass ich mir die Statistik angesehen habe und gelesen habe, dass wir so 70-75% brauchen, dass wir die Herdenimmunität erreichen. Wir waren derzeit nur bei 63% liegen. Und dann ist mir in der Statistik aufgefallen, dass sehr viele Männer mit Migrationshintergrund quasi die Impfung verweigern oder gar nicht wissen, dass man sich impfen kann. Und da wir eigentlich diese Zielgruppe genau erreichen, haben wir uns dafür entschieden, dass wir hier eine Impfstraße einrichten. Mich sowieso impfen lassen, die 2G-Regel hat das sicher ein bisschen beschleunigt. Und nachdem ein Bekannter von mir dann die Aktion veranstaltet, habe ich gedacht, mache ich es gleich. Also ich finde die Idee sehr gut, dass wir da jetzt eine Impfstraße haben im Farnballast, weil es sagt ja eigentlich schon der Name von Farnballast, dass wir ein bisschen Spaß haben können wieder.